Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich erst jetzt aufgewacht und ich habe etwas richtig Cooles geträumt. Also ich war in einem magischen Land mit den Selfs und ja, es war so ein schöner Traum und davon möchte ich euch jetzt unbedingt mal erzählen. Also viel Spaß und los geht's! Ich bin so müde. Aber jetzt habe ich ja endlich meine Zähne geputzt und dann kann ich schlafen gehen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen was. Aber es ist auch schon so spät. Schön, Sophia, dass du jetzt noch ein Buch liest. Aber bitte lies nicht zu lang, ja? Du darfst auf gar keinen Fall zu spät ins Bett gehen. Denn sonst wirst du morgen so müde sein und ja, dann wirst du die ganze Zeit nur herummeckern, wie müde du bist und so. Also, geh bitte rechtzeitig schlafen, ja? Und ich bin jetzt schon ziemlich müde, also ich gehe eigentlich jetzt schon schlafen. Darum, gute Nacht, schlaf schön. Okay, Mama, ja, dir auch eine gute Nacht und schlaf du auch schön. Ja, ich werde aber nicht zu lang lesen, also ich bin auch schon ziemlich müde, aber dieses Buch ist so spannend. Ich will wenigstens noch ein paar Seiten lesen, aber dann gehe ich auch schlafen. Nacht, Daddy. Sollen wir jetzt schlafen gehen? Also ich fühle mich schon ziemlich müde. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Ja. Sophia, Sophia, wach auf. Wir sind da. Ja, ich bin's. Bellaling, komm schon, wach auf. Na komm schon, wir haben eine Verabredung. Was ist denn los? Wer bist du? Hilfe! Hilfe! Mama! Wie bist du in mein Zimmer gekommen und was willst du von mir? Sophia! Ich bin's doch! Bellaling! Komm, steh doch endlich auf und schrei nicht so rum! Wir gehen doch jetzt ins Abenteuerland, also ins Safeland! Das haben wir doch schon vor 2 Wochen oder so ausgemacht. Erinnerst du dich denn nicht? Kumpeline und Flatterli warten doch schon auf dich. Leider durften wir nicht alle zu dritt hierher reisen. Du weißt ja, vom Selfland in die Menschenwelt ist es ein bisschen kompliziert zu reisen. Darum konnte nur ich dich jetzt abholen. Aber komm schon, wir gehen jetzt endlich los. Wir haben nicht so viel Zeit. Was? Bellaling? Nein, ich kenne dich doch gar nicht. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht mehr. Und wo gehen wir hin? Safeland? Was ist das denn? Sophia! Wir sind doch die Safes. Freunde von dir. Komisch, dass du dich nicht mehr an uns erinnerst. Aber wir hatten eine Verabredung im Safeland. Wir wollten dich zu uns herbringen, weil du noch nie bei uns warst. Und wir wollten dir unser Erlebnispark zeigen. Also, und noch viele andere Sachen. Und naja, egal. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit, okay? Okay, wenn du meinst. Ja, also, du kommst mir schon irgendwie bekannt vor. Naja, aber Safeland und so klingt auch ziemlich spannend. Ich komme einfach mal mit. Ja, jetzt sind wir angekommen, Sophia. Und wie gefällt es dir hier? Also, jetzt kannst du endlich mal unsere Stadt kennenlernen. Und wir haben auch schon etwas richtig Tolles mit dir vor. Wow, es ist so schön hier. Und diese Blumen, die sind ja riesig. Wow, es gefällt mir richtig gut hier. Cool. Und was habt ihr denn eigentlich mit mir vor? Hallo, Sophia. Ich bin hier. Siehst du mich? Ja, die auf der Brücke. Ich bin Flatterli. Erinnerst du dich an mich? Ja. Und die Selfine vor mir ist Kumpeline. Sollen wir dir unsere Häuser zeigen? Ja, ihr könnt mir gerne eure Häuser zeigen. Und tut mir echt leid, ich kann mich nicht wirklich so an euch erinnern. Aber ja, ich hoffe, das kommt nach einer Zeit wieder. Aber eure Stadt oder ich weiß nicht, euer Land ist einfach so schön. Und mir gefallen vor allem die ganzen großen Blumen so gut. Kein Problem, Sophia. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als du, glaube ich, ungefähr 6 oder 7 warst. Naja, aber ja, wir zeigen dir jetzt einfach mal unsere Häuser. Komm mit. Ja, Sophia, also das hier ist mein Haus.
Es ist zwar etwas klein, aber dafür fein. Und ich lebe ja auch ganz allein in dem Haus, darum brauche ich nicht so viel Platz. Wow, das Haus ist ja voll süß. Aber es ist schon irgendwie klein. Wie passt du denn da überhaupt rein? Hihi, Sophia, wir sind doch magische Wesen. Wir können uns klein schrumpfen lassen und dann passen wir super rein. Ja, Sophia, also das hier ist Bellerlings und mein Haus. Wir leben halt zusammen, darum haben wir ein etwas größeres Haus. Und, gefällt es dir? Ja, dieses Haus ist auch echt schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Aber wollen wir noch etwas anderes machen oder hattet ihr nur vor, mir eure Häuser zu zeigen? Ja, wir wollten eigentlich noch mit dir mit dieser Achterbahn fahren. Also, wir stehen ja gerade in unserem Erlebnispark, beziehungsweise Bellerling, Flatterli und ich, wir leben ja auch hier im Erlebnispark. Und da dachten wir, wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir dir unsere Achterbahn zeigen könnten. Ja, das ist eine prima Idee. Ich liebe es nämlich, Achterbahn zu fahren. Gut, ich freue mich drauf. Ah, und soll ich mich jetzt hier, draufsetzen? Ja, Sophia, du kannst dich da gerne hinsetzen. Und ja, wenn ihr alle schön sitzt, dann können wir auch gleich losfahren. Wow, die Fahrt macht so viel Spaß. Aber was ist das? Ist es etwa ein Riesenrad? Oh, ich liebe Riesenräder. Können wir da bitte eine Runde mitfahren? Bitte, bitte, bitte. Natürlich können wir da mitfahren. Ja, also wenn du Riesenräder liebst, dann warum nicht? Ja, also wir sind jetzt nicht so große Fans vom Riesenrad. Darum werden wir einfach hier unten auf dich warten. Aber du kannst ja gerne ein oder zwei Runden mit dem Riesenrad alleine fahren. Okay, das mache ich. Vielen Dank. Wow, das hat so viel Spaß gemacht. Wie toll. Aber jetzt können wir endlich weiterfahren. Ich habe gesehen, da gibt es zwei coole Brücken und dann kann man runterfahren. Oh, ich freue mich voll drauf. Passt jetzt alle gut auf. Es wird steil. Könnt euch ja hinlegen, dann kann man nicht so leicht runterfallen. Das macht so viel Spaß. Hier wäre es jetzt auch nicht schlecht, sich hinzulegen. Es wird wieder steil. Achtung! Wow, diese Fahrt war der Hammer. Das hat mega viel Spaß gemacht. Oh, wie toll. Das war wirklich super. Super, dass es dir gefallen hat, Sophia. Aber jetzt müssen wir gehen. Denn es ist an der Zeit, aufzuwachen in der Menschenwelt. Und es wäre nicht gut, wenn deine Eltern dich nicht finden könnten. Oh, schade. Naja, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch allen. Und ich hoffe, wir können uns auch bald wieder treffen. Ja, Sophia, jetzt sind wir wieder in deinem Zimmer. Also ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Zeit mit uns. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns bald wieder treffen. Ja, hab's gut. Tschüss. Ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch allen. Und ich würde euch auch gerne mal wieder treffen. Gut, dann tschüss. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also, nachdem dann Bellerling gegangen ist, bin ich aufgewacht in meinem Bett. Naja, das heißt, das alles war leider nur ein Traum. Oder vielleicht auch nicht. Wenn euch aber das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ach ja, könnt ihr auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es auch immer richtig coole Bilder. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.